Hallo und herzlich willkommen beim schwarzen Bildschirm. ja, bei mir ist es immer ein schwarzer Bildschirm. Bei Graf, mit uns drei, mit dem, ich glaube von links nach rechts, von euch aus gesehen, jetzt mit dem Chaos, mal hüpfen. Hey. Ja, mit Moment, mir, dem Manti und andersrum. Toll, der dreht sich jetzt um. Und mit dem Drake. Ja, bei mir war das halt von links nach rechts, da wäre ich nämlich links gestanden, weil ich von hinten geguckt habe. Egal. Seht euch unsere Knackärsche an. Wie auch bei Ark wollten wir das Let's Play gerade beginnen, als mal wieder hier gerampaged wurde. Die beiden Farmen sind kaputt und das Lagerfeuer. Ja, bei mir. Ja, so, jetzt habe ich auch wieder Fußspiel. Ich baue das hier alles neu, kein Problem. Wir wollten gerade aufnehmen und da kam so eine riesige Schildkröte mit Namen vorbei. Also wenn die Viecher schon Namen haben, dann wisst ihr, was los ist. Alles gut. Sozusagen die Minibosse. Der war auch ungefähr so groß wie das Haus. Guck mal, was hier so geht. Was hat er da? Das. Macht er denn? Also ich muss jetzt schon echt diese Ruckler teilweise bei mir entschuldigen, das kommt nicht mal von der Aufnahme. Das Spiel läuft einfach nicht besonders performant. Es ist halt noch eine Alpha und noch nicht perfekt optimiert. Und deswegen, ja. Ich wollte halt erst nochmal ein bisschen größer bauen, bevor ich jetzt hier anfange. Apropos bauen, ich muss anfangen, dass ich mir Munition herstelle. Wow. Die Seite bietet sich wahrscheinlich an. Wie viel Munition kann ich herstellen? Bitte, bitte viel. Was ist willst du meine haben? Ich gehe dann in den Nahkampf. Wow, habe ich viele Erze. Wo kommen die denn alle her? Ich brauch mal hier 30 Magazine. Ein bisschen mit Fenstern. Ich habe keine Munition mehr. Hat sich erledigt. Ja, jetzt habe ich 370 Schuss. Und ich habe schon den Blueprint vorher von diesem Riesenvieh bekommen für das Holzschwert. Die nächste Nahkampfwaffe. Nee, kannst du mir das herstellen? Mache ich gleich, sobald ich genügend Holz habe. Ich brauche. Warum auch immer das Holzschwert besser ist als das Kampfmesser. Aber ja, wahrscheinlich, weil es länger ist. Und damit mehr Hebelwirkung hat und du weißt ja, größer ist besser, ne? Wow. So, ich baue jetzt hier erstmal zwei. Amerikanischer Approach. Deswegen trägt Sephiroth auch so ein 2,50 Meter Schwert, ja? Ja, richtig. So. Die beiden Farmen wieder gebaut. Die haben auch Holz schon drin, ja, und erzeugen damit Organics. Also die wandeln quasi Holz in Organics um. Das ist ein Komposthaufen. So, quasi. Jetzt hab ich nur das Problem, dass man die Gebäude Holz in Kacke kann. Richtig. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Großteil der Wände schon besetzt. Ich glaube, ich baue nachher einfach ein zweites Gebäude noch und dann verbinde ich die überirdisch miteinander. Das kenne ich irgendwoher. Lass mir da was einfallen. Ja, jetzt ist halt dieses Haus so schon relativ voll. Obwohl, wir könnten hier auf die eine Tür verzichten. Eine Tür reicht eigentlich. Okay. Schauen wir mal. Oh, eine Kiste. Das ist sehr gut. Die Schildkröten hier scheinen nicht aggressiv zu sein. Das mag ich. Ich kann sie aggressiv machen. Ich fange dann ja schon mal an, irgendwelche Essenzen in die Kiste einzulagern. Weil das brauche ich nicht. Es gibt übrigens tatsächlich irgendwie ein Emote, dass man sich hinsetzt und, naja. Die Organics hinsetzt. Vielleicht noch Fossils. Unsichtbarkeitsessenz brauche ich auch nicht. Panzerfragment an der Schaffel brauche ich auch nicht. Die will ich aufheben. Die will ich aufheben. Und das will ich natürlich aufheben. Ich wäre eh dafür, dass wir diese Panzerfragmente und sowas, dass wir die. Nein, es hat nichts mit den Panzern zu tun. Also mit hier, Geschützpanzer oder so. Es gibt zwar später, dann kann man tatsächlich irgendwie so ein Hovertank bauen, aber. Ich kann, glaube ich, noch gar keine Kiste bauen. Nee, kann ich noch nicht. Kann man auch nicht. Brauchst erstmal einen Blueprint dafür. Jetzt habe ich schon wieder so eine blöde Schildkröte hier. Sterb! Die müssen ja kämpfen, oder? Weil ich sonst keine Blueprints finde. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Da zwingt dich das Spiel tatsächlich dazu, dass du in den Kampf gehst. Mit Monstern immer höherer Level, weil du sonst halt einfach keine Blueprints findest und damit auch nicht weiterkommst im Game. Ich hab mal die Research Station. Was ich jetzt nicht schlecht finde. Oh, an der Research Station. Das macht's ein bisschen actionreicher. Deine Jobs rausfinden. Also es gibt einen Ingenieur, der kann besser bauen. Ja. Es gibt einen Wissenschaftler, der kann Gegenstände besser herstellen. Ein Jäger macht mehr Schaden. Ein Akrobat. Der kann Bewegung irgendwie besser dort Schaden und sowas, ja. Und ein Pilot, der kann halt besser fahren. Und ein Prospector. Also es gibt später wirklich einiges an Fahrzeugen. Es gibt den Hovertank, von dem ich schon gesprochen habe. Es gibt das Monocycle. Das Monocycle finde ich eine der geilsten Sachen im ganzen Spiel. Das ist im Prinzip so eine Art Motorrad mit nur einem Rad, wo man immer im Rad selbst sitzt. Und der Motor ist am Rad befestigt. Der Ingenieur ist mein Boy, der erhöht den Schaden mit Schrotflinten. Ja, das sowieso, aber. Braucht 150 Element X, easy.
Ich bin immer der, der die Maschinengewehre und sowas benutzt. Hohe Feuerrate. Weiter nichts ist, ne? Ja, wir gehen mal ein bisschen kämpfen hier, schauen wir mal. Die meisten Blueprints bekommt man dann in Dungeons. Also ich sag mal, überirdisch ist da nicht ganz so viel. Aber in den Dungeons kriegst du relativ fix dann. Ich meine, ich bin jetzt auch schon Level 5. Das geht dann, wenn du dich an die entsprechend starken Gegner hältst, dann geht es relativ schnell. Oh, ich habe schon die erste Element X. Wo ist die Stelle? Quelle gefunden. Hier drüben? Ich laufe mal zu dir und dann versuchen wir mal so ein. Nice. Na? Ah. Ja, weiß er, wo ich bin, ne? Ja, du bist da oben in der Luft, da steht Manticore Sigma. Richtig. Ich habe mir jetzt so eine Fackel in den Arsch gesteckt und habe mich da hochgeschossen. Wow, was bist du? Sparkling Chlorix the Rambler. Ah, nice, ich habe gerade den Blueprint für den Anteil gekriegt. Ja, den habe ich auch schon. Ich nur mal. Warum kriege ich die nie? Oh, was ist das denn? Das Kämpfen. Ordentlich Bugs in the Sky. Und zwar richtig krank in Skybugs. Kannst du mir das Holzschwert herstellen? Ja, ich bin noch drin dabei, das zu farmen. Das Zeug. Gut, dann stellen wir hier mal hin. Du kannst es looten. Ernter. Genau, den musst du halt wirklich tatsächlich hinbauen. So, und damit, also das hier, dieses gelb-orange Zeug hier am Boden, das ist Element X, das braucht man für, also das ist so eine Art Erfahrungspunkt. Also das braucht man für viele Erfahrungspunkte-Teile, man braucht das für Haustiere. Also Haustiere im Sinne von, die fliegen so, es sind so kleine Roboter, die mit einem mitfliegen und passiv irgendwelche Werte erhöhen. Und das kann, glaube ich, bis zu 100, also die meisten normalen Vorkommen hier, liefern 150 Element X. Und das, nachdem man das relativ viel braucht, ist man angehalten, sehr viele von diesen Erntern irgendwo hinzustellen. Die übrigens auch unten dann auf der Map angezeigt werden, das heißt, man muss sich nicht merken, wo die stehen. Jetzt habe ich so ein... danke. Easy going? Ja, der hat nicht so eine lange Zunge wie der in Ark. Ja, das ist, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, wie lange die Zunge da von dem in Ark ist. Ja, ich laufe mal kurz zurück und... Bleib mal stehen. Ungefähr so. Wow, okay. Ja, der zündet sich ordentlich ein. Ja. Dem seine Frau hat sicherlich sehr viel Glück. Nee, nicht mehr. Die Frau habe ich getötet. Achso, Es gibt ja diesen, muss ich sagen, meine Frau zwingt mich ja jedes Jahr mit ihr die Muppets Weihnachtsgeschichte anzuschauen. Und ja, sie ist Mitte 20. Und da gibt es einen sehr geilen Witz von Rizzo der Ratte, der dann... Nee, nicht von Rizzo der Ratte, von Gonzo. Und der meint, hier von wegen, ist für mich immer noch die beste Szene im ganzen Film. Weil Rizzo meint, dass er irgendwie 5000 Brüder und Schwestern hatte und dann meint Gonzo so nebensächlich, wow, dein Vater muss deine Mutter geliebt haben. Und die ganzen Kinder verstehen das halt nicht. Deswegen ist das eine super, super Sache in den ganzen Filmen. Ach ja. Steht übermorgen auch wieder an, oder was? Nee, ist übermorgen? Nee, übermorgen. Ploppets heißen übrigens die Frösche. Ach, zeigt das bei dir an, oder wie? Nein. Aber ich habe Schwimmfüße eines Ploppets bekommen. Ach ja, stimmt. Der hätte mich ja fast gekillt, und das war ja einer. Bald kommt's noch. Aber ich habe einen Verdauungs-Cooldown, das finde ich ja geil. Das habe ich im echten Leben auch immer. Wenn ich so viel Mittagessen gegessen habe, dann sitze ich erstmal da, Verdauungskool dann. Allgemein hat das Spiel eine echt wunderschöne Atmosphäre mit der Musik und am Anfang dem noch echt freundlichen Bugs. Umwelt. Ja, welche Bugs. Ja, er hat sich jetzt gerade die Treppe so hochgebuggt, fand ich super. Ach Quatsch, gut. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. So, Holzschwert 1 und... Oh, jetzt die Schildkröten töten sich gegenseitig. Ja. Wie gesagt, die rot markierten, das sind so die Rambos unter denen und die greifen auch mal ihre friedlichen Artgenossen an. Es ist einfach krank, wie viele Fossilien in so einem Fossil drin sind. Ja. Das hört sich das irgendwie komisch an. Redundante Aussage ist redundant. Komischer Weihnachtsbaum ist komisch. Gehen wir mal daran. Ja, da kriegst du irgendwie so Feuerwerk. Items, mit denen du dich, ja genau, Feuerwerk und Zeug und... Das war kein Geschenk mehr, hat schon jemand geplündert. Ja, könnte kann das gewesen sein. Kann ja keiner von euch gewesen sein. Nein. Feuerwerk, gewöhnlich. Exklusiv zum 4. Juli 2015. Das haben sie aber irgendwie falsch gemacht. Haben sie den Tooltip noch nicht überarbeitet. Nee, nicht wirklich. Die Amis. Die Amis sind ihr Feuerwerk am 4. Juli. What is the jealous? Okay, oh nee, ich habe immer noch nicht genügend Fossils.
Wo liegen hier denn Fossilien rum? Liegen hier irgendwo in der Nähe Fossilien? Ah, da hinten. Ui, das sind ganz viele Fossilien. Oh, der wehrt sich gar nicht. Brauche ich da nicht. Wir kommen übrigens hier im kleinen eingeborenen Dorf von hinterm Niemand rechts. Oh, Blueprint für eine Fabrik. Ah, die Fabrik ist super, damit kannst du die Fahrzeuge entfallen. Fahrzeuge entfallen. Achso, stimmt, ich glaube an der Research Station upgradet man zum Beispiel Fossilien zu Fossilsplittern und sowas. Nee, das machst du in der Fabrik. Ah, doch, kannst auch. Kannst du da auch machen, ja. Mhm. Ich habe übrigens gleich Fossilien fürs Holzschwert. Braucht das so viel, ja? Ja, 170. Ich hab 229. Mein Vogel ist mad. Wir könnten auch überlegen, dass wir die ganzen Materialien auch immer in die Kiste packen. Oder in mehrere Kisten. Haben wir schon eine Piste? Nee, wir Kiste? Haben eine Kiste, ja. Das Problem ist, wo ist unser Lager? Der hatte keinen Loot. Zeig dir unten ja. an, das ist so ein komisches Viereck-Ding. Komisches Viereck-Ding, okay. Wo seid ihr eigentlich hin? Ich bin ein bisschen nördlich vom... Nee, warte mal ganz kurz. Ich komme gerade aus dem Süden, weil ich muss das Feuer heilen. Du müsstest uns ein bisschen angezeigt bekommen. Wenn du dich ein bisschen umschaust, müsste da Rang irgendwas stehen. Nee. Mir wird aber auch nur einer angezeigt. Hast du vielleicht den Friend of Folkort noch nicht gesetzt? Hab ich das nicht. Weiß ich nicht. Eigentlich doch. Ah ja, jetzt. Yeah. Ich war einfach nur out of range. Ah, ja, okay. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Hier, Waffenkammer. Fossils, Holzschwert, genau. Damit habe ich jetzt zwei Holzschwerter. Wir haben schon eine Kiste. Ja, da haben wir eine Kiste. Wo ist... Achso, ein Lagerfeuer hatte ich noch nicht gesetzt, weil ich noch nicht hoch aufs Dach gekommen bin. Also ich habe jetzt ein Holzschwert. Ah, das haben sie auch viel schöner gemacht. Das haben sie jetzt in einem der letzten Updates wahrscheinlich geändert, diese Kiste, weil die Kiste war am Anfang, das Hin- und Herschieben war furchtbar friemelig. Und jetzt geht's eigentlich erstaunlich gut. Wir bauen doch mal extern noch ein Lagerfeuer, nicht oben drauf. Ich pack mal diese Schwimmfüße und sowas, dass diese abgenutzte Eichel, das sind lauter so Crafting. Ja, hat wieder weiß, einer übertrieben. Meine. Ja, sowas würde ich dann auch einfach in die Kiste rein. Verdauungsschale. Die braucht man nämlich dann einfach fürs spätere Crafting. Und da ist es schon echt ganz praktisch. Gut, hier, Chaos, dein Holzschwert ist in der Kiste. Yay! Ich sprinte. So. Es gibt leider noch keine Möglichkeit, Sachen einfach rauszuschmeißen und damit kaputt zu machen. Was baue ich als nächstes? Ah ja, Holzschwert. 169 Damage, was macht mein... jetzt ruckelt's aber. So, mit dem Holzschwert kann man 18 Schaden mit der Pistole. Huch. Ich glaube, ich habe die Kampfpistole bekommen jetzt. Pistole bauen. Wow. Ah, so war das. Hört er mich wieder? Primäre Farbe, sekundäre Farbe, tertiäre Farbe. Geh drauf. Farbe. Hier. Yes. Oh, zum Glück habe ich vorher so viel Munition gebaut. Hey. Ah, jetzt habe ich noch so einen Viermarsch. Nein. Geh doch halt einfach drauf. Tu mir doch einfach den Gefallen und verrecke. Aua, da kommt eine random Schildkröte und greift mich an. Was ist mit der nicht richtig? Jetzt. Ich habe zwei random Schildkröten hier, die mich beißen wollen. Ah, jetzt habe ich mich verbaut wegen der random Schildkröte. Und man muss in dem Spiel ganz viel Circle Strike. Leisten Dice bei Spieler. So. Damit sieht man auch einmal den Respawn am Uplink. Das habe ich natürlich nur deswegen gemacht, damit man das auch hier mal sieht. Sehen. Vielleicht fängt er sich irgendwann wieder. Auch so eine Sache, wenn man stirbt, verliert man gigantische Mengen an Loot.
Also ja, fast deswegen alles. Ist halt fast clever, die ganzen Rohstoffe irgendwann mal in die Kisten zu packen. Mm. Weil alles über eine gewisse Menge. Weil ja, ein bisschen was braucht man immer dabei, um zum Beispiel... Wow, man braucht tatsächlich... Nein. Irgendwas wollte ich gerade sagen über... Ah ja, man braucht immer eine bestimmte Menge an Materialien dabei, zum Beispiel, um diese Ernte zu bauen. Das ist einfach so. Ach so, gut, okay, ja, stimmt. Nein, nicht immer aufs Haus drauf. So. Haben steht hier langsam so ein Lagerfeuer? Lagerfeuer habe ich eigentlich draußen ein neues hingebaut gehabt. Wo? Irgendwo hier. So ins Dunkel rein? Oder meinst ist es kaputt gegangen? Weiß ich nicht. Es könnte sein, dass das die Kraftfeldtür. Ich hoffe, dass sie jetzt übrigens mit den Generatoren auch wieder das ganze Zeug hier hinbekommen haben. Es gibt nämlich so Leucht... Also nicht Leuchtfeuer, sondern so... Ich baue dir ein neues Lagerfeuer hier. Ja, danke. Weil es gibt aktuell noch keine Möglichkeit, das Haus hochzukommen. Yeah. Hey, Let's ich kann wieder together. Was machen. Schön. Computer hat sich gefangen. Cool. Wow. Schön. Windows Update. Nee. Arbeitsspeicher wahrscheinlich. Vollgelaufen. Wie schaffst du das? Also ich habe das Spiel auch tatsächlich, ich habe mal den Server selber auf meinem PC gehostet und gleichzeitig gespielt. Und das ging mit 8 GB RAM. Hm. Frag mich nicht. Ihr könntet ja mal Holz in den Kisten lassen, ich brauche mehr Holz. Ja, ich pack dir da was rein, also alles was ich habe, aber ich glaube ich habe nicht wahnsinnig viel. Ich hoffe dann einfach nur, dass das Video jetzt nicht dadurch kaputt ist. Ja, ich habe 39, das hilft dir nicht viel. Ah, das schauen wir, das sehen wir dann. Ich geh mal hier oben, Feuer. Da oben sind alles fiese Boys. Ich bin halt an die Kiste. Bad Boys. Was macht dieser komische Vogel? Der guckt mit dem Kopf hier durch. Ah, neue Pistole. Kampfpistole, nichts mehr mit Rostig. Kannst du ja gleich mal für alle herstellen. Nee, ich kann nur noch eine herstellen. Weil ich nicht mehr genügend Gems und Ohr hab. Ja, das haben wir gleich. Ich werde relativ bald... Das Problem haben wir gleich gefixt. Okay. Eine Kampfpistole ist unten rechts drinnen. Huch! So, das reicht jetzt für einen Raum. Ich brauche aber noch 3 Räume. Noch 6 Räume, Alter. Kann ich nicht einfach das Zeug... Ah, ich kann die Sachen tatsächlich... Au. Toll, ich lasse ihn fallen. Welches Level hat der? 6. Will eigentlich... Gibt's eine Art... Nee, Mülleimer oder so gibt's nicht, dass ich sagen kann, hier... An was bin ich gerade gestorben? Das ist eine gute Frage. Die ich dir so nicht beantworten kann. So sieht's aus. Ja toll, jetzt habe ich mein ganzes Zeug wieder aufgenommen. Das brauche ich aber auch nicht. Es hängt schon wieder, wa? Gut, nach der Folge muss ich erstmal schauen, ne? Ja, wir sind ja eh gleich am Ende. Ja, ihr habt jetzt eure Multitools einfach in die Kiste gepackt, oder? Das sind die alten, ja. Ja, ich würde sie gerne irgendwie wegschmeißen, aber ich schaff's irgendwie nicht. Also ich heb mir den ersten Besuch im Dungeon für die nächste Folge auf, ehrlich. Ja, oder vielleicht für die danach, weil ich will halt erstmal die Base einigermaßen... Boah, ich Holz ohne Ende. Mach's ein Holz. Blöder Vogel, dann komm halt her und... Sprint hier einfach mal rüber und schmeiß den ganzen Schmal einfach raus. So schaut das aus. Also praktischerweise, man braucht nicht unbedingt eine Kiste, um Zeug zu scheren, sondern man kann halt wirklich einfach hingehen und sagen, hier, einfach rausschmeißen und der andere kann sich's dann nehmen. Liegt dann halt rum. Ich muss sagen, also die Pistole hat ein ordentlich Magazinvorrat. Huch, hab ich jetzt wie meinst du ordentlich Magazinvorrat? Wie viel Schuss passen da rein? 30? 21. Steht ja, direkt über deiner Schnellstartleiste, Dingens. Ich habe jetzt einfach nicht drauf geachtet. Ich habe nur rausgeballert und ihr merkt, dass das Ding nicht alle wird. Freut dich mal beim Sturmgewehr, hey, das geht mir ab. Ich habe jetzt übrigens die Kampfpistole. Was war das denn? Eine unsichtbare Schildkröte. Ich leg mal den ganzen Quatsch, den ich im Inventar mit mir rumschleppe, einfach mal ab. Gems brauchtet ihr, oder? Ja. Oh, ich habe Haustier-Licht-Blueprint bekommen.
Das wäre doch mal cool. Das ist cool. Ja, noch was? Ein paar Fossils. Bisschen Ohr. Wir sind übrigens schon wieder bei 20 Minuten, nur so zur Info. Ja. Geht sehr fix. In dem Spiel sowieso, also. Suchtspirale wow. ist real. Denkst du dir um mich rum? Suchtspirale ist richtig real. Okay. Hey. Dann komme ich gleich zurück zur Base. Ja. Ich muss dann noch zwischen den Folgen, muss ich unbedingt meinen Starteraufnahme-Hotkey ändern, weil das halt einfach so überhaupt nicht funktioniert, weil bei mir ist das Alt-F11 und F11 kann teilweise dann meinen Fullscreen erledigen. Oh, und deswegen habe ich dann immer das schwarze Bild und ja. Eier. Nee, nicht Eier. Eier, ja, sag ich. Ja, was bist denn du für ein dummer Hurensohn? Bringst Messer zu einer Schießerei mit? Wunderschöner Sonnenaufgang. Ich slapp dir eine hier. Klatsch gleich. Klatsch gleich. Bam. What do the five fingers say to the face? Slap! Ja, okay. Warten wir jetzt hier noch auf den anderen beiden K.O. Ja, ich bin ja on the run. Nein, er ist ein K.O. Ich nicht. Ich bin eine Krake. Nein. Krake! Du bist wow, hast du auf mich draufgehüpft, oder wie? Ja. Du bist ja auf dem Schädel, ey. Los, vertikaler Busbau. Ich schwebe. Okay. Ich fliege. Damit würde ich sagen, sind wir raus für diese Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.